Ich war so froh, von der Arbeit nach Hause zu kommen. Es war ein sehr langer Tag gewesen und ich konnte es kaum erwarten, meinen Mann Tom zu sehen. Hallo Schatz, ich bin zu Hause. Ich bin in der Küche. Ich zog meine Jacke aus und ging in die Küche. Tom stand an der Spüle. Ich ging zu ihm hinüber und legte ihm die Arme um und umarmte ihn fest. Sofort brach er zu Boden. Ah! Ich weiß, dass ihr mehr hören wollt, aber bevor ich weitermache, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich rief nach einem Krankenwagen und innerhalb von wenigen Minuten wurde er auf einer Bahre herausgefallen. Ich ging mit Tom in den Krankenwagen. Ich war völlig fertig. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Als wir im Krankenhaus ankamen, sagte man mir, ich soll in den Warteraum gehen. Als der Arzt den Raum betrat, konnte ich an seinem Gesicht erkennen, dass Tom gestorben war. Nein! Ich brach in Tränen aus. Es tut mir leid. Wir konnten nichts mehr für ihren Mann tun. Ich fürchte, er hatte eine Art Gift im Körper. Gift? Was meinen Sie mit Gift? Wollen Sie damit sagen, dass er ermordet worden ist? Wir sagen gar nichts, aber wir würden gern einige Tests an Ihnen durchführen, wenn das in Ordnung ist. Ja, natürlich, alles, was hilft. Die Ärzte nahmen Proben von mir und führten Tests durch. Als sie mir dann die Ergebnisse mitteilen, war ich total verwirrt. Wir haben fremde Rückstände gefunden, die giftig sein könnten, aber wir glauben, dass es ein Zufall ist. Ich stimmte ihnen nicht zu. Als ich nach Hause kam, war ich fest davon überzeugt, dass ich Tom aus Versehen getötet hatte. Ich musste das Gift von diesem seltsamen Orakel bekommen haben, zu dem ich gegangen bin. Vor etwa einem Monat hatte Tom mich überredet, zu dem Orakel zu gehen. Ich war sehr gestresst auf der Arbeit, aber er dachte, es würde mir gut tun. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich beschloss, dass es nicht schaden könnte, es zu versuchen. Aber ich habe bei dem Treffen mit dem Orakel aus Versehen eine Kristallkugel zerbrochen. Ich dachte, sie würde vor Wut explodieren. Oh, was hast du getan? Es tut mir leid, es war ein Versehen. Du dummes Weib, das wirst du mir büßen. Ich werde dich verfluchen. Damals lachte ich nur darüber, denn ich glaubte nicht eine Minute lang, dass sie mich mit einem Fluch belegen könnte. Aber nachdem, was mit Tom passiert war, begann ich zu glauben, dass sie es wirklich getan hatte. Ich begann mich wirklich schuldig zu fühlen und ich hatte Angst, dass ich noch jemanden umbringen könnte. Also schwor ich mir, von diesem Tag an nie wieder jemanden zu berühren und nie wieder jemanden meine Haut berühren zu lassen. Ich trug immer langärmelige Kleidung und Hosen. Aber obwohl ich all das tat, konnte ich nicht aufhören, mich schuldig zu fühlen für das, was ich Tom angetan hatte. Ich beschloss, dass ich keine andere Wahl hatte, als mich bei der Polizei zu melden. Ich ging auf die Wache und sprach mit dem diensthabenden Beamten. Ich möchte mich stellen. Weshalb? Ich habe meinen Mann ermordet. Der Beamte sah schockiert aus. Verstehe, dann sollten Sie besser mitkommen. Er führte mich in den Verhörraum und sagte mir, ich soll mich hinsetzen und warten. Ein Beamter wird gleich kommen, um die Aussage aufzunehmen. Ich danke Ihnen. Er verließ den Raum und schüttelte dabei den Kopf. Es war wahrscheinlich das erste Mal, dass er hörte, wie jemand einen Mord zugab. Ich brauchte nicht lange zu warten, bis zwei Beamte hereinkamen. Wir haben gehört, dass Sie einen Mord anzeigen wollen. Es ist vor ein paar Wochen passiert. Ich kann nicht länger mit der Schuld leben. Ich muss es gestehen. Als ich begann, ihnen zu erzählen, wie das Orakel mich verflucht und Tom vergiftet hatte, machten sie sich Notizen. Aber schließlich hörte der Beamte auf zu schreiben und sah mich an. Oh, Miss, Sie haben Ihren Mann nicht umgebracht. Jemand anders muss ihm das Gift ins Essen gemischt haben oder so. Wir wissen, dass Ihr Mann der Chef einer großen Autofirma war und er hatte viele Feinde. Aber das Krankenhaus hat fremde Rückstände gefunden, als sie mich getestet haben. Ich muss es gewesen sein, der Tom vergiftet hat. Das kann von überall herkommen. Wir haben die Berichte der Ärzte bereits gesehen. Sie haben das ausgeschlossen. Das Gift muss von irgendwo anders herkommen. Aber das Orakel, der Fluch. Sowas wie Flüche gibt es nicht. Machen Sie sich keine Gedanken mehr. Sie können nach Hause gehen. Als ich aufstand, um zu gehen, stieß einer der Beamten plötzlich eine Kaffeetasse um und verschüttete den Inhalt auf den Boden. Ich rutschte auf dem nassen Boden aus und der Beamte hielt mich am Handgelenk fest, um mich vor dem Sturz zu bewahren. Oh nein, berühren Sie nicht meine Haut! Ich schaute den Polizisten an und erwartete, dass er genauso wie Tom auf den Boden fallen würde, aber nichts geschah. Ich war schockiert und verwirrt. Los, geh jetzt nach Hause, versuch dich zu entspannen. Okay. Als ich nach Hause kam, machte ich mir eine Tasse Tee und setzte mich auf das Sofa. Wenn ich es also nicht war, der Tom ermordet hat, wer war es dann? Ich beschloss, meine Nachforschung anzustellen. Ich sah mir Toms Computer an, um zu sehen, ob ich etwas Zwielichtiges oder Bedrohliches entdecken konnte. Aber es gab keine Anzeichen dafür, dass es irgendwelche Feinde gab. Ich konnte einfach nicht verstehen, was oder wer Tom das angetan haben könnte. Irgendwann hielt mein Gehirn das nicht mehr aus und ich beschloss, ins Bett zu gehen. Sobald mein Kopf das Kissen berührte, schlief ich sofort ein. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich geschlafen hatte, aber plötzlich saß ich im Bett. Ah!
Tom war mit mir in meinem Schlafzimmer. Ich schaltete das Licht an, aber es war niemand da. Mein Herz klopfte wie wild und ich versuchte nicht aufzuflippen. Beruhige dich. Es war offensichtlich nur eine Halluzination oder so. Ich schaffte es, meine Atmung wieder unter Kontrolle zu bringen und schlief wieder ein. Aber als ich am Morgen aufwachte, musste ich immer wieder an die vergangene Nacht denken. Ich beschloss, in Toms Sachen nachzusehen. Vielleicht hatte er einen Brief von jemandem erhalten, der ihn bedrohte. Ich begann, seinen Schreibtisch und all seine Taschen, seine Mäntel und Hosen zu durchsuchen. Als ich seinen Kleiderschrank durchsuchte, stieß ich auf ein Telefon. Das ist seltsam. Ich kann mich nicht erinnern, Tom mit diesem Telefon gesehen zu haben. Es ist nicht das, das er normalerweise nutzt. Ich öffnete es und begann, die Nachrichten zu lesen, die verschickt worden waren. Plötzlich wurde mein Herz kalt und mein Magen kribbelte. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich konnte es nicht fassen. Tom hatte einer Frau Nachrichten geschickt und ihr gesagt, dass er sie liebte. Hatte er mich etwa die ganze Zeit betrogen? Als ich die Nachrichten durchblätterte, stieß ich plötzlich auf ein Foto, das die Frau von sich selbst geschickt hatte. Was? Das soll wohl ein Witz sein. Ich erkannte ihr Gesicht sofort. Es war die Orakelfrau, bei der ich gewesen war. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Ich beschloss, alles mit auf die Polizeiwache zu nehmen und zu sehen, was sie davon hielten. Als ich dem Beamten Toms Handy zeigte und ihnen sagte, wer die Frau war, wurden sie sofort aktiv. Okay, wir werden ein Treffen mit ihr arrangieren, aber zuerst müssen wir jemanden finden, der wie ihr Mann Tom klingt. Wir werden alle unsere Beamten einen Satz vorlesen lassen und sie sagen uns, welcher am ähnlichsten zu Tom klingt. Okay. Ich hörte zu, wie ein Beamter nach dem anderen den Satz vorgelesen hatte. Hallo Schatz, wie geht es dir? Nein, dann sah ich auf. Der da, ja? Ja, er klingt sehr nach Tom. Also rief der Beamte die Orakelfrau an und bat sie, ihn am nächsten Nachmittag um 14 Uhr im Park zu treffen. Doch anstatt, dass der Mann allein zu der Orakelfrau ging, wurde sie, sobald sie am Treffpunkt ankam, von der Polizei umringt. Sie versuchte wegzulaufen, aber die Polizisten packten sie und legten ihr Handschellen an. Oh nein, sie kommen mit uns mit. Was ist los? Was machen Sie mit mir? Wir werden all Ihre Fragen auf dem Revier beantworten. Als sie auf der Wache war, achtete ich darauf, dass sie mich nicht zu Gesicht bekam. Sobald sie in den Verhörraum gebracht wurde, ging ich in den Raum auf der anderen Seite und beobachtete sie durch den Spiegel. Über eine Gegensprechanlage konnte ich hören, was sie sagten. Okay, ja, ich habe so getan, als wäre ich ein Orakel. Du hast Tams Frau gesagt, dass du sie mit einem Fluch belegen würdest. Ja, hören Sie, es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Ehemann seine Frau verlassen will, nicht wahr? Nein, aber warum sollten Sie sie glauben lassen, sie hätte ihn getötet? Er wusste, dass sie ihn nie gehen lassen würde, also beschloss er, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Wenn sie denken würde, dass er tot ist, könnten wir zusammen weglaufen. Woher wissen Sie, dass er noch am Leben ist? Ich werde es beweisen. Ich werde ihn anrufen und ihn bitten, mich irgendwo zu treffen. Sie holte ihr Telefon raus und tippte ein paar Nummern. Hey Schatz, ich bin's. Hör zu, mir ist auf der Arbeit etwas dazwischen gekommen, aber ich kann dich heute Abend treffen. Lass uns in die Pizzeria in der Stadt gehen. Sagen wir so um 19 Uhr. Tschüss, Liebling, ich liebe dich auch. Mein Herz brach in zwei, als ich sie sagen hörte, dass sie ihn liebt. Wie kann sie in ihn verliebt sein? Es ist mein Tom. Ich wollte laut schreien, aber es gelang mir, alles für mich zu behalten. Das Letzte, was ich wollte, war, dass sie erfuhr, dass ich in diesem Gebäude war. Ich sah zu, wie der Polizist den Raum verließ. Ein paar Sekunden später stand er neben mir. Haben Sie alles gehört? Ja. Geht's Ihnen gut? Ich nickte. Ich traute mich nicht mehr zu sprechen, falls ich in Tränen ausbrechen würde. Wir werden sie über Nacht hier behalten. Glaubst du, dass du heute Abend zu Tom gehen kannst? Ja. Ja, ich denke schon. Wir werden zwei Beamte vor dem Restaurant warten lassen, nur für den Fall, dass er etwas versucht. Danke. Ich war so nervös, als ich mich auf den Weg zum Pizzarestaurant machte, aber ich war fest davon entschlossen, Tom zur Rede zu stellen. Als ich herausgefunden hatte, dass er seinen eigenen Tod vorgetäuscht und mich betrogen hatte, war ich verzweifelt, aber es dauerte nicht lange, bis meine Traurigkeit in Wut umschlug. Wie konnte er mir das antun? Ich kam erst um 7.15 Uhr an. Ich wollte absolut sicher sein, dass Tom vor mir da sein würde. Ich nannte der Kellnerin seinen Namen und sie zeigte auf einen Tisch in der Ecke. Ich erkannte Tom sofort. Als ich auf ihn zuging, begann mein Herz zu klopfen und ich holte tief Luft. Hallo Tom, du hättest sein Gesicht sehen sollen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden gesehen, der so schockiert aussah. Ich dachte wirklich, er würde auf der Stelle ohnmächtig werden. Becky, was machst du denn hier? Das könnte ich dich auch fragen. Für einen toten Mann siehst du ziemlich gut aus. Ja, was das angeht, spar dir den Atem. Ich weiß alles über deine kleine Beziehung zu dem Orakel. Du bist erbärmlich. Du hattest nicht einmal den Mut, es mir direkt ins Gesicht zu sagen, dass es jetzt vorbei ist. Du bist so ein Feigling. Ich wollte dich nicht verletzen. Ist das dein Ernst? Du wolltest mir nicht wehtun? Du hast mich glauben lassen, ich hätte dich umgebracht.
Das war schrecklich. Es tut mir leid. Entschuldigungen sind nicht genug. Ist dir klar, wie viel Schmerz ich in den letzten Wochen hatte? Ich habe mich im Grunde von allen anderen Menschen ferngehalten, weil ich Angst hatte, noch jemanden zu töten. Daran habe ich gar nicht gedacht. Nein, natürlich nicht, denn du denkst immer nur an dich selbst, nicht wahr? Tom sah sehr verlegen aus. Er senkte seinen Kopf. Es tut mir wirklich leid. Ich schüttelte den Kopf. Ich werde nicht noch mehr Zeit mit dir verschwenden. Du hast es nicht verdient, aber du verdienst, was auf dich zukommt. Ich verließ erhobenen Hauptes das Restaurant und ging zurück zu den beiden Polizisten, die draußen warteten. Er gehört ihnen. Danke. Ich stellte mich auf die andere Straßenseite und wartete ab, was als nächstes passierte. Nur ein paar Minuten später sah ich die beiden Beamten mit Tom aus dem Restaurant zurückkommen. Er trug Handschellen und protestierte lautstark. Warum verhaften Sie mich? Ich habe doch gar nichts getan. Ihren eigenen Tod vorzutäuschen und die Schuld auf Ihre Frau zu schieben, würde ich nicht als nichts bezeichnen, oder? Es verstößt nicht gegen das Gesetz, seine Frau zu verlassen. Nein, das nicht. Aber es verstößt gegen das Gesetz, Betrug zu begehen und seinen eigenen Tod vorzutäuschen, ist Betrug. Außerdem haben Sie so viel Zeit der Ärzte und der Polizei vergeudet, dass der Richter das nicht gutheißen wird. Ich sah zu, wie Tom in den Polizeiauto gesetzt wurde und wegfuhr. Am nächsten Morgen kam einer der Polizisten zu mir nach Hause. Wir wollten ihm nur mitteilen, dass sowohl Tom als auch das Orakel angeklagt wurde. Ich sah offensichtlich traurig aus, denn der eine Beamte sagte mir, mach dir keine Sorge, alles wird gut. Und weißt du, wir können auch mal wieder einen Kaffee trinken gehen, wenn du Lust hättest. Ich sah ihn an und lächelte. Klar!